Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier auf großer Erkundungstour durch Europa im Prinzip mit römischen Reitern. Und uns steht eine Schlacht gegen Germanien bevor. Und da würde ich doch einfach mal sagen, ja, machen wir doch mal direkt da weiter. Wir waren hier, wie gesagt, auf Erkundungstour. Wir sind jetzt wieder in Rom angekommen. Aber ich habe gerne Karten erkundet. Das ist einfach so. Ich möchte Karten erkunden. Von daher, ja, erkunde mal bitte hier weiter. Und während die hier weiter erkunden, können sie... ja, können die hier weiter unsere Verteidigung aufbauen. Ja, wir werden hier gerne von spanischen Plünderern angegriffen. Da müssen wir uns gegen verteidigen. So. Aber das kriegen wir hin und unsere Verteidigungstruppen, die können sich mal hier heilen, genau. Genau, alle schön hochheilen. Deswegen habe ich da nämlich das Krankenhaus aufgebaut. Und dann gucken wir mal, was hier noch so ist auf der Karte. Um dann gleich in die große Schlacht gegen Germanien zu ziehen. Das ist ja wirklich, oh, meine Güte. Auch die Karten, ne? Also wir bewegen uns mitten in Europa. Dass die Karten in dem Add-on so detailgetreu sind. Das finde ich echt cool. Also in dem Originalspiel waren die ja nicht so detailgetreu, wobei... Ja, wobei doch, eigentlich doch. Ich erinnere mich da an die Mission, wo wir da mit dem Schiff übergesegelt sind damals. Mit dem frühen hellenischen Volk. Da waren wir auch auf den griechischen Inseln unterwegs. Dann scheint das ja doch generell in diesem Spiel zu sein, dass wir ja sehr detailgetreue Karten haben. Finde ich super, echt. Ich meine, das macht ja nicht jedes Spiel, ne? Von daher, ja, Empire Earth einfach ein guter Klassiker. Und ihr? Bewegt euch bitte ein Stück weiter nach oben. So. Alles klar. Weil wir haben unser Bevölkerungslimit ja fast ausgereizt, wie ihr seht. Bauen stattdessen weiter Ressourcen ab. Boah, hier riecht's auf einmal so geil. Okay. Da könnt ihr euch bitte aufreiben, genau. Dann reibt euch mal da auf. Genau. Und hier alle kaputt machen, los. Alle platt machen. Alle platt machen. Los. Wir haben uns ja auch aufgebaut, Freunde. Nix damit überfallen. Nix da, Freunde. Nix da. Genau. Und danach bitte reparieren. Verdammt. Okay, alles klar. Dann bleibt ihr bitte mal hier vorne. Oh. Die Verteidigungstruppen werden auch immer weniger. naja. Aber dafür haben wir jetzt genug Türme da stehen. Während wir hier weiter die Karte erkunden. Ich meine, das ist eine Riesenkarte. Guckt euch die Karte an. Nein. Ach, da kommen wir gar nicht hin, oder was? Doch, hier oben. Okay. Was machst du denn? Geh weiter Holz hacken hier. Ja, ich prüfe in der... Ich prüfe zwischenzeitlich immer mal. Ob es irgendwelche faulen Bürger gibt hier, aber erstmal nicht, okay. Oh, das riecht so geil hier im Zimmer, im Schlafzimmer. Ach, ich sage immer Schlafzimmer. im Computerzimmer bei mir. Draußen wird irgendwie gekocht. Oh, das ist gemein. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Weil es ist 2 Uhr Samstagnachmittag und naja. Hunger kriegt man schon teilweise. Nach dieser Aufnahmesession werde ich auch erstmal was essen. Aber wie gesagt, erstmal hier weiter. Die Erkundung Europas geht weiter. Das ist ja echt eine Riesen-Map, ne? Muss ich ja sagen. Also, die Karte ist schon echt groß. Heftig, Freunde. Echt heftig. Aber ja, wir haben hier unsere... Oh, schaut euch das mal an. Die können wir noch verbessern.
Ach, schaut euch das an. So, die können wir verbessern, die Pilumträger, die Bogenschützen auch. Dann machen wir das doch einfach mal. So, die können wir auch nochmal verbessern hier. Zack. Hier vorne die, genau. Die können wir auch nochmal verbessern. Wunderbar. Dann ist das ja nicht ganz verschwendete Zeit hier. Wobei Zeit fürs Kartenerkunden ist eigentlich nie verschwendet. Es ist einfach, ja, dann... Es ist einfach hier so weitläufiges Gebiet, sag ich einfach mal. Sehr weitläufig. Was macht ihr da wieder? Warum trennt ihr euch? Warum trennt ihr euch? Habt ihr irgendwie Bindungsängste oder was? Das sind... Ach Gott. Ja, ja, das ist manchmal die KI. Die ist manchmal ein bisschen komisch, aber gut. Hier ist der Rhein, denke ich mal. Das hier vorne ist tatsächlich echt die Seine, glaube ich. Oder Seine, oder wie man die nennt. Diesen Fluss. Keine Ahnung, ist für mich die Seine. Rhöne an der Seine, oder so ungefähr. So, alles klar. Dann können wir weitermachen. Mit der Erkundungstour. Ah, hier oben ist irgendwo wahrscheinlich dann Deutschland, ne? Müssen wir wahrscheinlich echt aufpassen. Oh, guck mal, die Centurios, die haben einen Schlachtruf. Echt jetzt? Die haben den Schlachtruf? Wie geil ist das denn? Die Centurios. Wo geht ihr denn hin? Ach, hier gibt es eine Verbindung zu. Ah, cool, okay. Dann... Erkundet mal weiter hier. Meine Güte, was ein weitläufiges Gebiet, also echt. Vogel, ein Adler. Ja gut, ist halt ganz Europa, ne? Ich meine... Ich meine, Europa erkundet sich ja nicht mal eben so, ne? Ist halt so. Europa ist halt groß. Okay. Dann. Weiter erkunden hier. Und ja, genau, einfach ins Schwarze rein, genau. Und ihr könnt euch bitte mal vernünftig aufteilen. Beziehungsweise anreihen. Ja, schon besser. Bessere Formation hier. So. Was zur... Ach, das ist, weil die in beiden Teams sind. Ja, dann... Oh, da oben, okay, da oben, da ist soeben, okay. Da ist Krieg angesagt. Okay. Alles klar. Dann erkundet ihr nochmal hier, bitte. Und dann erkunden wir hier nochmal ein bisschen weiter. Vorwärts Kavallerie, genau. Da ist nämlich schon der erste Gegnerturm. Kommen wir hier durch? Na, okay. Okay. Da gibt es eine Abkürzung. Das ist gut. Dann kommt ihr mal bitte dahin. So. Ah, sehr schön. Wir können die Flüsse überqueren. Hallo, ihr seid bitte in Team 2 mit. So. Spanische Plünderer schon wieder. Freunde. Ja, da sind sie wieder. Die Typen hier. So, aber... Ja, geht nur immer auf meine Bürger, weißt du? Du Sackgesicht, echt. Ah, die sind ganz schön stark, muss ich sagen, diese spanischen Plünderer. Ja, mach nur meine Bürger kaputt, weißt du? Mach nur meine Bürger kaputt. So. Dann könnt ihr bitte hier wieder die Palisadentürme aufbauen. So, perfekt. Und danach bitte reparieren. Puh. Okay. Dann stehen die jetzt quasi... Was machst du denn? Du stehst ja ganz alleine. Hast du Angst vor Menschen oder was? Okay. Ah, die Katapulte können wir verbessern. Sehr gut. Und ein bisschen schneller machen, genau.
Ja, da merkt das wieder, ne? Man muss hier echt auf alles gefasst sein, dieser Mission. Ist echt krass. Ja, und dann noch einmal bis hier. Was ist das? Belgier! Ach, guck mal an, Belgien! Da ist Belgien, okay. Viele Völker, die wir hier antreffen. Ja, gut, aber ich meine... Und ihr macht irgendwie gar nichts, ne? Aber Belgien, da kann man ja durchrennen, ne? Kennt man ja aus dem Zweiten Weltkrieg. Belgien, da kann man ja durchlaufen. Ist ja so. Nee. Nee, ich meine, Belgien war ja auch irgendwie früher wahrscheinlich eine Großmacht. Aber ist halt so, ne? Im Zweiten Weltkrieg, da hatten die halt nicht so viel zu bieten. Deswegen bin ich da gleich mal gespannt drauf, auf jeden Fall. Ach du meine Güte, ey. Das ist eine weitläufige Map. Und das dann noch mit diesem Zoom, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Oh, kaputtes Schiff. Stellt euch das mal vor, mit diesem Zoom zu spielen. Auf dieser Karte. Nee, da lieber so. Und gut, Freunde, dann würde ich aber mal sagen, ihr sammelt euch bitte dennoch mal hier, dann überrollen wir nämlich gleich Belgien. Alles klar. Und die KI, die schafft es wieder, nicht da vom Fleck zu kommen. Doch, da laufen sie doch jetzt, okay. Alles klar. Dann führen wir gleich Krieg gegen Belgien, Alter. Okay. Das sind die Belgier. Sie waren Rom gegenüber schon immer feindlich eingestellt und werden oftmals von den Kelten aus Britannien unterstützt. Aha. Okay, also die sind gegen uns. Die sind gegen uns leider. Okay. Alles klar, dann sammelt euch bitte hier, dann machen wir die Belgier platt. So. Oder? Was müssen wir genau machen? Schicken Sie gleich... Sie haben jetzt genug... Hä? Da ist es ja auch, ne? Hier ist Belgien. Und hier oben ist Deutschland. Okay. Müssen wir die kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ich meine, die machen ja nix. Ne, die machen ja nix. Dann sammelt euch bitte hier. Ich meine, die machen ja nix. Was ist das hier für... Achso, nee, das ist nur der Turm, okay. Ich meine, die können sich ja gegen die bekriegen, das ist ja kein Problem. So, wir haben unsere gesamte Truppe zusammen, inklusive Julius Caesar. Und wir müssen dann tatsächlich hier vorbei. Alles klar, dann hoffe ich mal, dass wir in dieser Folge noch ein bisschen Action kriegen. Mit dieser sau weitläufigen Map, also... Hallo? Ihr seid bitte auch Mitglied von Team 1. Die Legion gehorcht. So muss das sein. Kommen wir hier vorbei? Ja, wir kommen hier durch. Okay, schaut mal, da ist ein kleines Waldstück. Wunderbar, dann können wir das Team hier entsorgen im Prinzip. Was macht ihr denn? Warum teilt ihr euch denn auf? Wir können doch hier in Deutschland einfallen. Oder sollen wir schon marschieren? Das Katapult hier. Das ohne Führer fährt. Naja, gut. Alles klar, Freunde. Dann haben wir doch unsere Truppen endlich zusammen hier. Für den Schlag gegen Germanien. Okay. Hier gibt's doch einen Überweg, oder? Hier ist ein Überweg, oder? Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, dann sammelt euch mal hier. Und dann können wir gleich anfangen. Alles klar, hier ist halt Belgien, ne? Ich weiß nicht, ob die sich einmischen. Weiß ich nicht. Also, wir müssen ja hier gegen Krieg führen, im Prinzip. So, dann haben wir jetzt ja die Karte erkundet, Gott sei Dank. Zum Glück. Und, dann hoffe ich nicht, dass hier unten wieder diese blöden Plünderer kommen. Baut ihr bitte noch mehr Palisadentürme auf. Ich meine, die werden wir brauchen hier. Weil meine Einheiten, die sind auch nicht mehr so zahlreich. So.
Gut, dann Angriff. Endlich. Angriff. Wunderbar hier. So. So. Das sind die soeben. Sie sind Angehörige eines wilden germanischen Stammes, aber sonst ist nur wenig über sie bekannt. Ja, na gut. Dann machen wir die mal kaputt, würde ich sagen. Oh, die können... Ach, die können wir gar nicht kaputt machen, okay. Die können wir gar nicht kaputt machen. Cäsar, wir haben Nachricht von unseren Kundschaftern, dass die Helvetier sich in Marsch gesetzt haben. Sie scheinen nach Südwesten Richtung Spanien vorzurücken. Spanische Plünderer. Oh Gott, jetzt sind wir sind jetzt aber zu weit weg dafür. Hallo, lass meinen Bürger in Ruhe. Ach, mach ruhig alle Bürger kaputt, Mensch. So, halten Sie die Helvetier von ihrer Migration nach Spanien ab und zerstören Sie ihre Kaserne, um sie zum Frieden zu zwingen. Lassen Sie aber einige Gebäude der Helvetier intakt, da eine vollständige Zerstörung ihrem Ruf schaden könnte. Ja toll, ich bin jetzt am anderen Ende der Map, Freunde. Das kann ja wohl nicht sein hier. So. Wir haben hier genug Verteidigung. Ach du Heilige. Die treffen aber auch nicht so doll, die Türme, muss ich sagen. Aber gut. Die Helvetier. Ambronen? Ach, die? Nee. Die? Die Gelben? Okay. Die Gelben? Ja, okay. Sind das die Helvetier? Ja! Okay, wir müssen also die Kaserne kaputt machen. Die haben sich gegen uns gewandt, okay. Hier auf diesen Turm. Hallo. Ah, sehr schön. Bäm. Wunderbar. Schlacht, Freunde. Schlacht. Und wir haben einen Heiler. Das ist saugut. Wir haben einen Heiler. Bäm. Wunderbar hier. So, mach die alle kaputt. Kabäm. So. Wunderbar, dann hier die Kaserne kaputt machen. Genau. Ha. Die Helvetier haben ihre Waffen vor den siegreichen römischen Legionen niedergelegt und Cäsar trifft sich mit ihren Edelleuten, um die Bedingungen für Kapitulation und Besatzung zu besprechen. Ja, okay. Die haben wir platt gemacht, würde ich mal sagen. Die Edelleute sagen, dass sie sich allen römischen Gesetzen unterwerfen und einer Besatzung nichts entgegenstellen. Wenn Cäsar ihnen römische Kultur und Bildung nahebringt und sie vor dem germanischen Soebenstamm schützt, der von Osten her in das Land einmarschiert. Wieder diese coole Kamerafahrt. Richtig cool. Okay. Ja, das sind die Germanen. Ja, cool. Okay, die haben wir dann im Prinzip. Sehr schön. Papa. Der Bau eines Tempels und einer Universität auf oder bei der zerstörten Kaserne der Helvetier könnte ihnen zusätzliche Arbeitskräfte verschaffen. Weiß ich jetzt... Wow! Wie kommen die denn hier rein? Das war aber knapp, Freunde. Das war aber... Das war aber richtig knapp. Puh, okay. What? Ach, wir haben kein, die haben kein Holz mehr zum Hacken. Okay. Doch, hier vorne, oder? Ach nee, die Goldmine ist weg. Die Goldmine ist weg. Ja, okay. Aber wie kriegen wir denn jetzt möglichst schnell zwei Bürger da oben hin? Oder einen Bürger, der reicht ja auch. Boah, die Bürger, die sind halt extrem langsam halt, ne? Oh Mann.
Ja, da muss ich tatsächlich mir jetzt was überlegen. Wie wir möglichst schnell jetzt hier diese Bürger dahin kriegen. Das ist ja krass, dass wir jetzt hier noch eine Kirche und eine Universität hinbauen müssen. Okay, Freunde, dann. Kirche und Universität. Ja, die Bürger, die laufen durch halb Europa, wisst ihr? Oh Mann. Da war eines Tempel einer Universität, ja, genau. Auf oder bei der zerstörten Kaserne. Ist das hier die zerstörte Kaserne? Wo war denn die zerstörte Kaserne? Das war da, glaube ich, ja. Und schaut euch unsere Armee an. Richtig nice. So, dann. Gebietsschaden. Gar nicht mal schlecht. Die sind alle schon, schon verbessert, ne? Ja, das passt. Okay. Und die Bürger. Bürger, genau. Ja, auf die müssen wir leider... Was will der Belgier? Was will der Belgier? Komm mal her. Der will jetzt nicht ernsthaft auf meine Bürger, oder? Nein, 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 nein. Was willst du, Belgier? Okay. Was will der? Der Belgier. Ein einsamer Belgier hier. Ah, gut, okay. Aber ich würde einfach mal sagen... Die werden uns mit Sicherheit überfallen, die Belgier. Das ist einfach so. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen, Freunde, dass die Belgier uns hier überfallen. Wenn wir hier oben im Krieg sind. Gut, alles klar. Dann baut mal bitte die Sachen da auf. Der einsame Belgier eben, ey. Und wir marschieren bitte weiter hier. So. Nach da vorne bitte. Oh ja, schaut euch das an. Wunderbar. What? Unsere Tempel aus und haben einen tüchtigen Arbeiter aus dem... Ah, toll. Ja, aber hier ist ein Germane. Könnt ihr euch da verteidigen? Nee. Nee, nee. Das schaffen die nicht. Oder? Oder? Schafft ihr das? Doch, das schafft ihr. Gut. So, ganz knapp, ey. So, alles klar. Gut, dann gehen wir mal in den Krieg hier. Habe ich hier irgendwas gesehen? Nein, okay. Angriff! Dann Angriff! Los! Dann Angriff! Und wegmachen den Kack. So. Dann müssen wir die hier ja kaputt machen, ne? Spanische Flü... Oh, genau jetzt, ne? Das war so klar. Ui, Schlacht! Doppelschlacht! Doppelschlacht. Bam. Ja, das sind die hier. Okay. Die bringen aber auch nichts, ne? 40 Schaden, das ist nicht so viel. Diese dämlichen spanischen Plünderer. So, dann hier. Die soeben. Okay. Genau, schießt da schön rein. So, dann sammelt euch bitte da vorne. So, macht den kaputt. Habem. Alles klar, Freunde. Wir haben den Bau eines abgeschlossen. Viele Mitglieder des Stammes sind begierig, uns etwas über unsere römische Kultur und Technologie zu erfahren. Okay. So, Habem. Aufmachen das Tor, los. Unsere Tempel... Ja, okay. Haben einen Arbeiter. Okay. Ach du Heilige, das dauert aber. Aufmachen! Hier ist Marcel Davis, aufmachen. Nein, Quatsch. Kabam! Bisschen Action noch zum Ende hin. Richtig gut. Okay, haben wir jetzt hier noch ein paar Einheiten? Wir haben hier noch ein paar Einheiten. Das ist schon mal echt Gold wert.
Es ist ja wieder ein Belgier, was will der denn? Der erkundet einfach. Der Belgier erkundet einfach. Finde ich gut. So, dann. Wir werden angegriffen. Ja, ist gut. Ich weiß es. Die Türme müssen wir nämlich nachbauen hier. Und weiter hier, los. Weiter rein, los. Kabam. Alles klar hier. So. Ach du Heilige. Nee. Bitte keine Alleingänge machen. Keine Alleingänge. Aua. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Hallo, hier unten. Hier unten. Hier unten. Mein Katapult. Aua. Egal, Freunde. Die können wir ja platt machen hier. So. Wunderbar. Perfekt. Und Julius Caesar läuft da wieder ganz in der... An der Front rum hier, okay. So, und das hier kaputt machen, oder? Das Kapitol. Ganz genau, Freunde. Und ja, dann ist die Mission ja vielleicht sogar schon geschafft, ne? Bäm. Ha. Sehr schön. Die soeben wurden besiegt und die von ihnen ausgehende Bedrohung Galliens beseitigt. Die Belgier haben... Jedoch haben Anstoß an den jüngsten Vormarsch der Römer nach Gallien genommen. Sie bereiten eine Offensive vor, um Caesar aus Zentralgallien zu vertreiben und stattdessen ihren eigenen Einfluss in diesem Gebiet zu verstärken. Die Ambronen haben erklärt, dass sie Rom bei jedem Unternehmen, das die Ausbreitung der Belgier unterbindet, unterstützen werden. Die Belgier, also ich wusste das. Ich wusste, dass da irgendwas kommt von denen. Ich wusste das einfach, ey. Mann! Das war so klar. Ja gut, okay. Egal. Direkt ein Autosave. Das ist natürlich schon geil. Ach du Heilige! Aber die... Ja, wir kriegen Bürger. Cool, wir kriegen Bürger. Ja gut, da können wir uns hier ja... Was macht ihr da? Seid ihr jetzt verbündet oder was ist los? Befreundet. Okay. Das heißt, wir zimmern uns mal ein paar Palisadentürme dahin. So, okay. Hä? Der Bau und der Schutz des Tempels und der einer Universität im Umkreis des soeben Kapitols... Krieger zu rekrutieren und die Loyalität des dortigen Adels zu erringen. Jetzt muss ich da oben nochmal... Komm. Tempel und Universität da oben hinbauen. Okay, Freunde. Allerdings würde ich einfach mal sagen, das sind auch soeben. Okay, Gott sei Dank. Bronzekavallerie. Nicht schlecht. What? Der Belgier. Der Belgier macht hier unseren Tempel im Arsch. Könnt ihr uns mal helfen? Na gut, egal. Unsere Armeen sind schon fast da. Könnt ihr diesen einen Belgier da kaputt machen, ey? Oh Mann. Ja gut, kommt. Und der Titus, das ist der Heiler, ne? Ja, das ist der Heiler. Genau. So, dann hoffe ich jetzt halt, dass ich noch genug Steine habe. Für das Krankenhaus und diesen Tempel. Ja, habe ich. Zum Glück. Alles klar. Wo werden wir wieder angegriffen? Hier, okay. So, er macht diesen Belgier kaputt. Sehr schön. Alles klar. Und da kommt noch einer. Ein Streitkolbenträger. Was ist das denn? Steinzeit hier. Na gut, Freunde. Da wir allerdings das Folgenende erreicht haben, würde ich mal sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht gegen Belgien, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.